kurzfristig angesagt wurde von The Fink, und unsere beiden Kommentatorenfreunde wirkten ein bisschen überfordert damit. Hä? Warum jetzt auf einmal No DQ? Egal, dazu kommen wir ja noch. Also das, glaube ich, war Heyman recht. Ich glaube, der ist anderes gewöhnt, der Mann. So. Ja, nachdem dann beide auch im Ring waren, ging es auch schnell sehr rabiat los. Und die Crowd war sofort dabei. Austin ist nämlich sofort auf Rocky gestürmt und sofort ging der Kampf so gesehen in einem rasenden Tempo los. Für die beiden, ja. Wollten erst mehrere Finisher anbringen, aber beides wollte noch nicht so wirklich funktionieren. Und ja, es ging dann erstmal ganz nach draußen, sogar ins Publikum. Nicht lange, aber sie waren schon draußen. Tja, wenn es ein No-DQ ist, warum nicht? Dann ging es halt dann wieder zurück und dann wurde eine Ringpolsterung entfernt. Wollte. Ich werde angeschrieben, was soll das? Kannst du kurz übernehmen? Jetzt bin ich verwirrt. Also er hat dann einen Ringpolster erst entfernt, konnte aber nicht genutzt werden, weil Rocky hat es dann wieder geschafft, wirft Austin nach draußen und ja, Hebner schien ein bisschen, ja, sich noch auf ein normales Match einzustellen, weil er Der hat gegen andauernd. alles irgendein Problem gehabt. Das sollst du nicht einsetzen. Bitte nicht und bitte nicht. Das war den beiden herzlich egal, natürlich. Austin war es ein bisschen mehr egal, nahm sich dann den Ringgong und semmelte den Mr. Smackdown über die Rübe. Dann wollte man. Waren wir da jetzt schon? Ich weiß jetzt nicht. Rock wurde auf den Kommentatorentisch von Heyman und Ross gelegt. Ja, nur. Der bricht einfach so zusammen. Da habe ich sogar noch Otis gefragt, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nein, der ist einfach so zusammengebrochen. Boah, kann passieren. Auch in großen Matches passieren mal Abfucks. Nett vorgelesen. Er blutete übrigens auch derweil schon. Und ja, dann ging es auch wieder zurück im Ring. Stimmt, das haben wir auch total. Ich habe mich nur gefragt, also, wann ist denn der jetzt kaputt gegangen? Naja, nachdem es dann wieder zurück im Ring ging, hat erstmal Austin einen Neckbreaker angebracht. Cover Bringt nichts. 2. Natürlich nicht. Nach Neckbreaker wäre das Ganze auch mehr als. Ja, aber man brauchte die Near Falls. Ja, natürlich. Dann setzt Rock eine Clothesline an, holt sich die Ring-Glong-Glocke und bringt damit auch Austin zum Bluten. Somit haben wir jetzt zwei blutende Schweine. Yep, beide durch die Ringglocke. Ob da jetzt irgendwas dran befestigt war. Weiß es Ja, nicht. Pinfall wurde natürlich wieder versucht. Reichte natürlich auch nicht nach so einem Glockenschlag. Und Dann ging es Rock wieder nach nahm sich dann draußen. zur Hand. Da sollte es in die Ringabsperrung gehen. Dann gibt es ein Katapult, wo Rocky wirklich eiskalt extrem zusätzlich springt, dass er ja noch den Ringpfosten noch schön trifft. Aber das ist sehr schön gesprungen, fand ich. Also Oh das war ja. sehr gut gestellt. Oh Also ja, das das sah jetzt stimmt. nicht mal wirklich lächerlich aus. Ich musste im ersten Moment lachen, weil er es echt wie so ein Frosch vorgeschaut. Aber gut. Aber er ist gut gesprungen. Ja, und dann sahen wir, als es dann wieder langsam im Ring ging, sehr unschöne Aktionen für kanadische Freunde. Und zwar wollte dann The Rock Rocky einen hartgestellt. Sharpshooter anbringen. Und ich habe es mal wieder gesagt, der Typ kann diese Aktion einfach nicht. Er kann sie nicht. Die sah so schlecht ausgeführt, ich möchte mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber die kann ich besser ansetzen. Naja, auf jeden Fall war das jetzt nicht wirklich lange aufgegeben, musste nicht werden. Und nach einiger Zeit hat dann Austin den Sharpshooter Der angesetzt, ihn der. wirklich schön angesetzt hat. Das muss ich ihm sagen. Ich meine, der Typ war ja auch mal eigentlich ein ganz guter Techniker bis zu seinem mit seinem Genickproblem nach dem Match gegen Owen Hart. Ruhe in Frieden, Owen. Auf jeden Fall, nachdem wir einiges dann noch gesehen haben, hat dann auch irgendwann versucht, The Rock den Stone Cold Stunner anzusetzen, hat sogar auch geschafft. Richtig. 1, 2 und wieder nicht. Na, Und dann auf es will einmal einfach nicht. kam jemand von der Rampe. So weit sind wir schon, haben wir nicht irgendwie das halbe Match noch immer übersprungen? Man muss ja nicht jeden einzelnen Move. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gab Near Falls, es gab Action, es gab Publikum, es gab Emotionen. Und dann passierte das Unmögliche. Zuerst einmal, noch ganz normal,
Vinnie Mac kommt zum Ring, da denkt man sich, so, hahaha, Austin, jetzt geht's dir an den Kragen. Es gibt den Spinebuster von Austin, der, naja, nicht so schön aussah. Rocky zeigt dasselbe, wesentlich besser, und dann gab es ihn. Den People's Elbow, the most electrifying move in Sports Entertainment. Der geht durch, wir haben eins, wir haben zwei, Und wer hat noch drei gehabt? aber das Unmögliche trifft ein. McMahon zieht Rocky aus dem Ring und verbrüdert sich damit mit Austin. Ach, dann kam der Knaller, dann sind erstmal hier The Rock und Vince um den Ring herumgelaufen und Vince war schneller. Der kann gut laufen. Dann ist auch Vince auch wieder rein in den Ring, während er gelaufen ist. Rock käme noch hinterher, allerdings außer wie auf den Beinen und Rock Bottom. Danke, JR, von Austin. Austin. Austin hat ihn eingesetzt und ja, auch das hat natürlich nicht gereicht zum wohlverdienten Ende des Matches. Ja, und dann sollte Vinnie Mac mal wieder mitarbeiten. Hol mir einen Stuhl, kann man übersetzt sagen, hat Austin aufgefordert. Den lieben Boss. Der macht das auch. Und dieser Stuhl, ich meine, wenn man den schon so holt. Muss ich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt sehr geistig verwirrt, weil Vinnie Ja. Mac, der Austin hilft. Die absoluten Erzfans, aber dazu kommen wir ja. Vielleicht noch. Vielleicht werde ich es kurz ansprechen. Wie dem auch sei, es läuft alles gegen Rocky. Rocky kickt out, wehrt sich, kickt out. Ja, und dann Glaube unter rastet. anderem auch aus dem Stunner sogar. Der kickt aus allem aus und dann gibt's ja noch den guten Freund den Stuhl. Austin schlägt da gefühlte 10, 15 Mal auf Rocky ein. 1, 2, 3, das Match ist vorbei. 28 Minuten, 8 Sekunden. Steve Austin gewinnt in seinem Heimatstaat den WWF World Heavyweight Title. Und man merkte Jim Ross an, der war geschockt. Der Mann, den er so gut kannte, Austin, verbündet sich mit dem Teufel, macht einen Pakt mit dem Teufel nur für den World Title. Aber naja, die beiden stoßen noch mit Bier an. Wirkt so wirklich ein bisschen. Naja, die beiden, das passt nicht. Den Fans war scheißegal. Austin ist der Held. Er hat den Titel gewonnen. Ja, WrestleMania X7 ist vorbei. Wenn man ja überlegt, kurze Zeit später wurde ja The Rock dann sozusagen suspendiert von Vinny. Der Grund war, der Typ musste das machen, was er am besten kann: einen Film drehen. Die Mumie kehrt zurück, glaube ich, war das. War die Mumie kehrt zurück. Ja, und das war WrestleMania X7. Jetzt kommt natürlich das Obligatorische, wie bewerten wir diese 3 Stunden? Oh, das fang an. Nein, nein, bitte fang du diesmal an. Uhuhuhu. Ich finde, du sollst diesmal anfangen, damit ich. Also es ist ein bisschen schwer, das Ganze für mich zu Es bewerten. ist Noch. schwer zu bewerten, aber wir haben gesagt, wir bewerten alles, was wir hier reviewen. So Ja, du sind wir. bist, aber du fängst diesmal an. Gut, also es war auf jeden Fall besser als WrestleMania 27. Es war eine starke WrestleMania. Eventuell sogar die beste WrestleMania. Aber ich gebe keine 10 Punkte. Denn da gab es doch noch so ein, zwei Dinge, die was. Also diese 10 Punkte, da muss schon fast alles perfekt laufen. Und ein Six-Man-Match in 4 Minuten, eine Battle Royale in 4 Minuten, ein Damen-Titel-Match in 3 Minuten ist für mich ein bisschen eigentlich wenig. Aber es waren starke Matches, richtig starke Matches dabei. Das heißt, von diesen 3 schlechten Punkten mehrt sich ganze 2 aus und gibt dann doch noch 9 Punkte. Weil es wirklich ein sonst starker Mania war. Aber 10 kann ich nicht geben. Ein Match etwas besser. Was soll ich sagen? Willst du noch was anfügen oder kann ich loslegen schon? Nein, also ich kann nichts mehr sagen. Bitte, stage Was is soll ich yours. sagen? Schon alleine deswegen muss ich jetzt erstmal Paddy hören, weil ich bin doch schon ziemlich geschwankt und es schwankte da wirklich. Also unter 9 kann man nicht gehen, finde ich. Also gerade ich kann es nicht gehen. Ich meine, ich habe auch ECW One Night Stand 05 die 9 gegeben. Und da ist natürlich ein Unterschied meinerseits. Großer Freund des ECW Spirits und immer Du hast noch. extra Punkte gegeben. Ich habe extra Punkte gegeben. Dazu muss ich mir zugestehen. Dafür muss ich gerade stehen. Und gut, was soll ich dazu sagen? Also
Da muss man natürlich gucken, was macht erstmal, was berechtigt den Main Event 10 Punkte zu bekommen. Was einem Main Event, dem Main Event, Im ich meine, Event im Allgemeinen. Event im Allgemeinen. Und das sind ganz sicher keine Tag Team Matches in 4 Minuten. Gut, das Damen-Match war natürlich schön kurz gehalten, aber gerade bei den Protagonisten oder gerade bei Shayna hätte ich da etwas mehr sehen wollen, weil die ist gut. Wir hatten ein starkes European-Match, das aber durchaus. Sagen wir stark dafür, dass Test im Ring stand. Wollte ich gerade sagen, das ist aufgrund, wenn Test ausgetauscht worden wäre, noch hätte stärker sein können. Wir hatten ein super Technik-Match zwischen Benoit und Angle. Wir Wir hatten hätten einen emotionalen Main Event, der Pakt des Teufels. und der Street Fight gefiel mir auch gut. Das Finish gefiel mir wiederum auch nicht so gut vom Main Event. Dafür, dass es das Letzte ist, was dem Zuschauer im Auge bleiben soll. Aber halt alles in allem, die Show hat gepasst. Die epische Gimmick Battle Royale, das super Main Event und das TLC Match, das für mich, glaube ich, 10 Punkte an sich bekommen würde. Komme ich auch auf 9. Mit einem Plus Minus, ja. Gut, das war WrestleMania X. Sind wir uns einig, dass es die wahrscheinlich beste WrestleMania aller Zeiten war? Wir sind uns einig, das ist wahrscheinlich die beste WrestleMania aller Zeiten. Gut. Normal ist es nicht mein Stil, aber für die, die was jetzt noch immer zuhören, was ist eure Meinung? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das haben wir eigentlich noch nie wirklich gefragt. Kann das sein? Mich würde es einfach mal so interessieren. Das ist jetzt keine Kommentar-Bettelei, bla bla bla. Einfach nur nachfragen. Pff. Nur das ist, damit hier irgendwas gleich mal geklärt ist. Ich bin nicht geil auf Kommentare. Sagt mir bitte eure Lieblingsfarbe. Ich lese mir auch jeden Kommentar durch. Oh, ich Ja, sollte nicht. schicke Schminke. Ja. Aber gut. Gut, und ja. Ah ja, falls ihr Wir. Verbesserungsvorschläge habt, das haben wir auch noch nie angebracht. Wir sind für alles offen. Für Nicht nur alles. was Classics betrifft, sondern auch den neumodischen Kram sozusagen. Habe ich noch Gut. irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas anbringen? Ich möchte jetzt noch im Großen und Ganzen die Verabschiedung anbringen und das kommende Programm der Wrestling Reviewer. Am 13. Juli 2011, habe ich schon gesagt. Du sagtest Juli, glaube ich. Naja, auf Ich habe jeden Fall Juli 3, verstanden. 13. Juni 2011, aus deutscher Sicht, 2 Uhr morgens, werden wir TNA Slammiversary 9 sehen. Das Ganze findet in den Universal Studios Orlando, Florida, USA statt. Und ja, das werden wir euch natürlich auch wieder schön präsent als Review hier präsentieren. Und unter anderem haben wir noch ein paar Classics auf dem Programm. Also einschalten lohnt sich. Und Und eine Woche nach Slammiversary haben wir dann noch WWE Capital Punishment aus Washington DC wahrscheinlich. Da bin ich mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, aber es würde vom Namen her Sinn machen nur. Ja, dann. direkt eine Woche danach. Ja, direkt eine Woche danach mit einem wunderbaren Post, was ich so gesehen habe. Aber das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. Also ihr seht, Leute, wir haben alle Hände voll zu tun und wir freuen uns über jeden eurer Aufrufe. Vielen Dank fürs Einschalten. Paddy macht LPs und Otis van Neuys. Haut da rein. Tschö, tschö.